Und bei uns im Studio darf ich Ihnen Herrn Professor Dieter Bimberg vorstellen. Er ist Physiker und Nanotechnologie-Experte. Wir sind begeistert und Sie haben gerade auch gestaunt, wie die Spinne das macht, wie sie sich trocken hält. Ein typischer Nano-Effekt. Gibt es an anderen Stellen auch in der Natur? Ja. Also wir haben diese 50 Jahre, die mit Beginn des Jahrhunderts angefangen haben, sind vielleicht die 50 Jahre der Nanotechnologien. Und was Sie gerade gesehen haben bei der Spinne, ist, dass sie eine riesige Oberfläche haben, aber eigentlich nichts drin. Es sind wenig Atome in den Spinnenhaaren drin und dieses können wir in sehr vielen verschiedenen Bereichen nutzen. Das und heißt, wir haben in der Vergangenheit haben wir Journalisten und aber auch viele Kollegen von Ihnen haben natürlich immer gesagt, die große Nanotechnologie-Revolution, die kommt. Sie sagen jetzt, die hat eigentlich längst schon unseren Alltag erreicht? Ja, die Nanotechnologien haben sich in unser Leben hineingeschlichen. Wenn Sie zum Beispiel, was ich Ihnen hier mitgebracht habe, ist ein sogenannter USB-Stick, der innen drin einen Flash-Speicher enthält. Und diese Flash-Speicher, das sind einfach siliziumbasierte Bauelemente, die werden mit Nanotechnologien hergestellt. Wir sind heute, um ein Fachwort zu benutzen, dabei, die 22-Nanometer-Technologie als entwickelt zu erklären und zur 12-Nanometer-Technologie überzugehen. Das heißt, es wird möglich sein, noch erheblich mehr auf sehr viel kleineren Flächen und Volumina zu speichern. Wozu brauchen wir das? Ja, Sie können in Zukunft die ganzen Speicher in Ihrem Rechner, in Ihrem Laptop oder in Ihrem Rechner zu Hause einfach wegwerfen und die durch einen kleinen Flash-Speicher ersetzen. Wichtig ist freilich, dass Sie dann sehr schnell die Daten aus dem Flash reinbringen und das würden Sie zum Beispiel mit auf Nanotechnologie basierenden schnellen Lasern machen. Und das ist das Gebiet, auf dem Sie auch arbeiten? Ich arbeite selbst auf diesem Gebiet. Sie haben hier noch einen Stecker, das ist ein metallischer Stecker. Der wird in 5 Jahren ersetzt durch kleine Laser, die kleine Quantenpunkte innen drin haben und die dann Licht ganz, ganz, ganz schnell emittieren. Da können Sie dann 1 Terabit pro Sekunde übertragen. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ja. Nun wissen wir ja, dass bei den ganzen Nanomaterialien plötzlich auch sehr merkwürdige Eigenschaften auftreten können. Also Gold, das vorher gar nicht besonders reaktiv ist, das wird dann plötzlich sehr katalytisch und aktiv. Gibt es da eine Erklärung dafür, warum, wenn wir die Skala wechseln und ins ganz Kleine gehen, plötzlich Materialien so andere Eigenschaften zeigen? Richtig, das kann man sehr einfach erklären. Atome, die im Innern eines Körpers sind, verhalten sich völlig anders wie Atome, dieselben Atome, die an der Oberfläche eines Körpers sind. Das heißt, Sie müssen jetzt eigentlich nur Technologien entwickeln, sodass die Materialien nur noch aus Oberflächen bestehen und im Inneren, zwischen den Oberflächen sozusagen nichts mehr ist. Also, dass die Oberflächen nur noch wenige Nanometer auseinander liegen. Und diese Materialien, die dann sich völlig anders verhalten, also ein Stück Kupfer, wenn Sie so wollen, das nur noch aus Oberfläche besteht oder ein Stück Silizium oder ein konkretes Beispiel, an dem gerade sehr viele Leute arbeiten für Energiespeicherung, das sind organometallische Verbindungen mit Metallen, die riesige Oberflächen haben und die Wasserstoff binden können. Aha. Und damit können Sie den Wasserstoffspeicher für unser Wasserstoffauto herstellen. Sie können dann mit einem 50 Kilogramm Speicher so viel Wasserstoff speichern, dass Sie 500 Kilometer weit kommen. Ich finde, das lässt sich auch gut merken. 50 Kilo kommen Sie 500 Kilometer weit. Und ich muss keine schwere Batterie mehr mitschleppen. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch, Herr Bimberg.